gerade bei uns in der Schule gibt es ein Kind, das von der Maskenpflicht befreit ist. Und die Mutter wird dermaßen diskriminiert. Das ist also, ich finde es sehr, sehr, sehr armselig von den anderen Müttern, die da damit umgehen. Und das Kind wird angesehen, als wäre das eine Gefahr für die anderen. Und unsere Kinder sind keine Gefahr für andere. Ich finde es sowas von unmenschlich und ja, es ist satanistisch, finde ich fast. Und wir müssen uns unbedingt wehren, es müssen mehr Leute aufstehen, weil sonst ändert sich nichts. Es hängt einfach an jedem Einzelnen. Jeder soll seine eigene Verantwortung übernehmen und dann zum Ausdruck bringen, dass das, was jetzt läuft, nicht gut gefunden wird. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ein Mensch, der noch ein bisschen Verstand hat, ja, der spürt auch, was das Herz sagt. Und das begreife ich nicht. Die haben alle ihre Herzen zu. So sehe ich das. Ich bin so enttäuscht. Sie hat mir eben erzählt von ihrer Kleinschwester. Die Kleinschwester hat, wie nennt man das? Ein Attest gegen die Maske. Sie ist jetzt in der ersten Klasse und wird komplett beiseite geschoben, als ob sie ein Außenseiter wäre. Sitzt an einem Extratisch, darf nicht mehr zu ihren Freundinnen, die sie auch unter der Woche so sieht. Totale Logik und natürlich mache ich mir jetzt Sorgen um die Kleine. So kann es nicht weitergehen. Ja. So soll es nicht weitergehen. Ja, wir waren ja im Waldkindergarten die ganze Zeit total verschont davon und ich habe noch gedacht, ah, super, und jetzt nach den Ferien war es dann tatsächlich so, dass wir jetzt zum Abholen und zum Bringen müssen wir Eltern jetzt auch Masken anziehen und das ist ganz eigenartig, weil wir sind draußen, die Kinder sind draußen, mittlerweile stehe ich halt immer außerhalb von dem abgetrennten Bereich und rufe dann die Kinder, die sollen rauskommen, ihre Taschen mitbringen, weil ich möchte auch nicht, dass das für die Kinder irgendwie normal ist, dass die Mama sich in einem Bereich, wo es überhaupt null Sinn macht, weil ich mich draußen an der freien Luft aufhalte und ohne Probleme 1,5 Meter Abstand halten kann, dass ich da die Maske aufziehe. Meine Tochter ist jetzt seit 2 Wochen im Kindergarten. Neue Eingewöhnung und jetzt tragen die Erziehermasken. Ich finde das unmöglich. Meine Tochter lernt jetzt Mimik, Gestik zu interpretieren. Sie lernt jetzt Körpersprache und muss in Puppengesicht rechnen. Ich frage mich, wie man dann sich normal entwickeln soll, wie das funktionieren soll. Für mich ist das ganz, ganz schlimm. Keine Emotionen kommen mehr rüber, nichts. Und das ist genau das, was meine Tochter jetzt lernt und weshalb sie auch mit Gleichaltrigen und anderen zusammen sein soll, dass sie sich normal entwickelt. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und für mich ein klarer Punkt, wo ich sage, okay, dann bleibt sie zu Hause und wir müssen uns eine Alternative überlegen. Sie hören nicht, wie unsere Kinder weinen. Sie hören das nicht. Aber ich weiß eines, alles, was die jetzt austeilen an Lieblosigkeit, fällt eines Tages auf die zurück. Und da können Sie jetzt noch so viel sagen, nee, sowas gibt's nicht. Aber es ist so. Gott ist gerecht. Eigentlich waren die Kinder früher, haben gesagt, ich will Polizist werden, juhu. Und heute ist das Bild so, oh Gott, wenn man die Kinder sieht, klar, die haben Angst. Und es ist unsere Zukunft, das kann doch nicht unsere Zukunft sein, mal ganz ehrlich. Genau. Aber hoffen wir mal, dass es was bewirkt. Ja. Ja. Also, der Herr Schärf hat uns mitteilen lassen, er würde mit 3 Personen drinnen sprechen, aber nicht vor laufender Kamera. Er ist der einzigste Landrat gewesen, der überhaupt auf einer Demo war und hatte sich dem gestellt damals. Ich finde es auch sehr schade, aber wir können es nicht ändern und ich bin der Meinung, wir sollten das Angebot annehmen. Ich werde jetzt noch 2 Personen mitnehmen und wir werden dann mit Herrn Schärf reden. Bleibt bitte alle da, bleibt aber auch in der Ruhe. Keine bösen Worte, weil wir sind friedlich. Ich habe jetzt noch 2 Personen gefunden, die mit mir zum Herrn Schärf gehen. Ich mache jetzt ein offenes Mikro. Sprecht euch alles aus der Seele. Ihr dürft aber bitte Daten, Fakten und friedlich bleiben. Und sobald wir wieder da sind, kriegt ihr weitere Infos. Ich stehe hier heute besonders, weil auch mein Mann hier im Landratsamt arbeitet und nicht versteht, warum ich hier stehe. Er versteht es nicht, warum
Bei Ihrem Landratsamt mittlerweile müssen Sie auf den Gängen wohl die Maske tragen, aber in Ihren schönen, friedlichen Büros sitzen Sie ohne. Aber unsere kleine Tochter, 8 Jahre alt, die immer sehr gerne in die Schule gegangen ist, ja, die sagt mir jetzt: Mama, ich warte nur noch, bis die Schule zu Ende ist. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der Papa sich keine Sorgen macht um dieses Kind? Ich habe 5 Kinder. Das ist für mich eine verlorene Generation. Seit so vielen Wochen werden sie Schritt für Schritt immer mehr gegängelt. Die haben Angst. Meine älteren Söhne, die trauen sich nicht, was zu sagen. Die wollen nicht auffallen. Also tragen sie brav die Maske. Und was wird aus denen? Dauermasketräger. Selbst wenn die Maske mal nicht mehr da ist. Die lernen nicht, den Mund aufzumachen. Als ich Jugendliche war, ja, war ich im Jugendrat. Wir haben mit den Erwachsenen damals schon gestritten. Wir haben gesagt, das und das sind unsere Bedürfnisse als Jugendliche. Ja, wir haben gelernt, unsere Meinung zu sagen. Und was ist heute? Die trauen sich nicht. Maulkorb um. Was soll da draus werden? Frag ich mich. Mensch, wacht auf da drin. Ihr habt alle Kinder, ich weiß es. Ich weiß, dass ihr so tolle Kollegen seid untereinander. Tauscht euch aus. Steht auf. Sagt's eurem Herrn da oben. Möchte jemand eine Spontandemo anmelden? Ich darf nicht. Dann bitte einmal zu dem Herrn Spontandemo anmelden. Danke. Polizei meint, es ist keine Spontandemo. Ich soll es sofort abbrechen. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Termin beim Herrn Schärfer. Nee, haben Sie nicht. Doch, habe ich. Aber das ist wieder der eine Polizist. Der hat am Anfang schon Stress geprobt. So, ich für meinen Teil habe gesagt, was mein Anliegen war. Gebt gern das Mikro weiter. Siska, übergebe jetzt mal das Mikrofon. Hallo, Premiere. Ich bin eigentlich nicht so, die gerne im Mittelpunkt steht, aber für meine Jungs. Hier? So? Okay. Ich stehe für meine Jungs heute hier. Ich habe 2 Söhne, einmal in der Realschule und einmal in der Mittelschule. Ich finde es erschreckend, dass die Schulen unterschiedliche Handhabungen haben, dass jeder was anderes erzählt, beziehungsweise anders durchsetzt. Dass Lehrer, Klassenlehrer, meinen, ihre eigenen Vorgaben machen zu können und dass die Kinder sich halten zu müssen. Ohne Sinn, ohne Verstand und ohne irgendwelche Begründungen, die nachvollziehbar sind, die für uns Menschen nachvollziehbar sind. Mir fehlen einfach die Worte, es tut mir wirklich leid. Aber ich habe abends Kinder da zu Hause sitzen, die weinen, die ganz, ganz doll über Kopfschmerzen klagen, die sich absolut nicht mehr wohlfühlen, nicht mehr gerne in die Schule gehen, das ist früh ein Kampf. Ich denke, da könnt ihr mir alle zustimmen, dass auch die Kinder diese Leichtigkeit des Kindseins, diese Unbeschwertheit einfach weg ist. Schön, was ich sage. Es ist einfach, es macht mich traurig zu sehen, dass die Jungs mit ihren Freunden nicht mehr einfach irgendwo mit dem Fahrrad rumfahren können, weil sie von Leuten angemault worden sind, dass sie beim Fahrradfahren keine Maske tragen. Also bitte mal, es kann nicht sein, dass ein Sportlehrer mein Kind 1 Stunde lang Dauerlauf mit Maske draußen läuft. Das geht nicht. Und ich finde, es sind hier viel zu wenig Eltern, die Kinder so leiden müssen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, 1 Stunde Dauerlauf, egal ob sportlich oder nicht, ist trotzdem eine Anstrengung. Eine sehr große Anstrengung. Für mich sowieso, ich bin Raucher, aber das ist egal. Aber wenn du dann noch einen Lappen im Gesicht hast, was dir die Luft zum Atmen nimmt, du ziehst ja die Luft noch mehr ein. Und dann, dass du hyperventilierst. Meine Jungs sind so fertig gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte bitte, dass der Herr Schärf die Maskenpflicht für die Kinder, nicht nur für die Grundschule, sondern für alle Kinder, in der Berufsschule, in der Mittelschule und in der Realschule aufgeht. Vater, Sie sind genauso Vater. Und wenn wir die Kinder haben,
Sachsen. Bitte überlegen Sie, wie Sie uns für dumm verkaufen. Dann kommen Sie doch bitte mit ordentlichen Begründungen, die jeder Mensch nachvollziehen kann, ohne uns dauernd in die Ecke zu stellen. Wo sind wir denn hier? Und nicht mit irgendwelchen Scheißfest! Ja. Danke! Wir hatten am Donnerstag einen Vorfall in Ammerbach an der Mittelschule. Da stand die Polizei und hat unsere Kinder kontrolliert. Nach 6 Stunden Maske tragen, dass sie auch an Bushaltestelle oder auf dem Weg zum Bahnhof runter bitte ihre Maske auflassen sollen. Selber von Erzählungen von Kindern hatten gewisse Polizisten, ich kann es nicht widerlegen, möchte hier auch nichts in die Welt setzen, aber von den Kindererzählungen her hatte eine Polizistin selber gar keine Maske auf. Ist von den Kindern angesprochen worden, wie das ist, warum sie keine Maske auf hat. Dann ist sie an einem Bus und hat sich ihre Maske aufgesetzt. Die Kinder waren erschrocken. Teilweise haben sich Kinder in der Bus versteckt, die Masken frei hatten, weil sie Angst hatten, sie kriegen Ärger. Ist das unsere Zukunft? Kann das sein? Kinder, wo die Maske nach 6 Stunden selber schon gesehen, mehrmals gesehen, versifft sind, nass sind, sollen bei so, wenn bei Temperaturen, wo es kalt wird, mit nassen Masken rumlaufen, dann heißt das ist gesund. Kann nicht sein, oder? Ist das unsere Zukunft? Das Verhandlungsteam kommt jetzt heraus. Ja. Der Frank wird jetzt erstmal was sagen. Ich hole jetzt erstmal kurz Luft. Oder die Luft? Ich? Ja, aus meiner Sicht war das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Landrat Schärf hat eben auf seine Meinung beharrt. Wir haben versucht, unsere Meinung darzustellen. Und am Ende wurde uns vorgeworfen, wir wären nicht demokratisch, weil wir seine Meinung nicht akzeptieren. Also das, ich fand es jetzt eher enttäuschend, das Gespräch. Was sagen? Ja, was soll ich noch sagen? Was, um was ging es eigentlich? Ja, er hat die Verantwortung hauptsächlich auf unser Staatsministerium geschoben und wir sollen uns doch nach München wenden. Und er kann da eben nichts dafür und das ist ja alles völlig gerechtfertigt, was hier abgeht. Ich habe auch versucht, aus medizinischer Sicht zu erklären, dass die Maske einfach gerade bei Kindern potenziell gesundheitsschädigend ist. Das konnte er nicht glauben, hat er einfach widersprochen. Und dann wollte ich auf den PCR-Test eingehen, der ja als einzige Grundlage dient, das Infektionsgeschehen in Miltenberg und in ganz Deutschland zu rechtfertigen. Und ich habe eben versucht zu erklären, dass Infektionen und positiv Getestete ein großer Unterschied sind. Ja, da wollte er dann auch nicht so drauf eingehen. Und das Einzige, was ich eben sage, ist, die Maßnahmen sind nicht gerechtfertigt. Und dazu stehe ich immer noch. Und unsere Regierung ist in der Bringschuld. Die muss einfach erklären, warum sie uns Wirtschaft, Kultur und unser Leben zerstört. Und ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht einfach. Aber ich denke, wir müssen einfach weiter protestieren und unsere Meinung klar darstellen. Sonst drehen die Daumenschrauben immer stärker zu und das können wir nicht zulassen. Nicht für unsere Kinder, nicht für unser Leben, das jetzt einfach immer mehr eingeschränkt wird. Und ja, ich versuche einfach im Frieden zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben. Was ist mit der Hausnummer? Der Haus, ja. Wir haben jetzt eine Mutter hier, die hat gerade einen Anruf von der Schule gekriegt. Sie darf ihr Kind wieder abholen wegen Kopfschmerzen. Kleinen Moment.
So viel zu dem Thema, die Masken machen ja nichts. Ja, habe gerade einen Anruf bekommen von der Schule meines Sohnes. Zum wiederholten Male, Freitag musste ich den Kleinen schon abholen, jetzt muss ich wieder den Kleinen abholen. Letzte Woche habe ich zweimal meinen Großen abholen müssen, jeweils immer wegen Kopfschmerzen. Ist der Schule auch bekannt, dass beide Kinder unter Migräne und also der Große auch unter Herzrhythmusstörungen leiden, aber dennoch ist die Maske gesund. Und ich finde es einfach furchtbar, dass man sich so hilflos auch mittlerweile fühlt, dass so viele Stellen da oben drüber sind. Auch mein Mann arbeitet hier im Landratsamt und sieht keinen Handlungsbedarf, unterstützt mich wohl emotional manchmal, aber sagt halt immer, es wird immer an die höheren Stellen verwiesen und es wird immer gesagt, ja, das kommt ja alles von München und wir können ja nichts tun. Wir stehen hier, wir tun doch auch was, wir sind die kleinen Eltern und wir stehen auch, ihr sitzt da drinnen im Landratsamt und sagt mir, ihr könnt nichts tun. So, und jetzt muss ich in die Schule mein Kind abholen, das wahrscheinlich schon wieder krank ist. Schon wieder, ja, Kopfschmerzen und brechend ja, irgendwo über den Stuhl hängt. Ja. Scheiße ist das! Wir halten zusammen und wir schaffen das. So, ich habe jetzt gerade gesagt bekommen, wir haben gnädigerweise noch 5 Minuten, weil es wäre keine Spontanversammlung. Natürlich ist es eine Spontanversammlung. Ich habe das im Internet gesagt, dass wir uns treffen. Ich habe nicht gesagt, dass wir uns versammeln. Bleibt in der Ruhe. Bleibt in der Liebe. Also mit dem Gespräch da oben mit dem Herrn Scherf, meiner Meinung nach entzieht er sich nach allen Seiten und von oben nach unten. Die Entscheidung treffen ja andere. Er hat Möglichkeiten, er tut sie nicht. Allein München und 2 weitere, Erding und noch ein, Ebersberg, die haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir bekommen gesagt, ja, wir müssen über die Ärzte gehen, etc. RKI hat dann nicht akzeptiert. Das würde nicht stimmen, was da drin steht, was wir gesagt haben. Ich finde es sehr traurig, aber wir müssen zusammenhalten. Wir werden ja auch täglich mehr. Wir halten zusammen, ob in Miltenberg oder Umland. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und wir geben alles für unsere Kinder. Vor allen Dingen für die Kinder, weil das sind die Zukunft. Und wenn die Kinder, die Zukunft sind, krank sind, auf Dauer krank gemacht werden durch die Masken, und der Staat nicht in der Lage ist, wenn der Virus so schlimm ist, den Kindern noch dementsprechend das Material zurechtzustellen oder bereitzustellen, obwohl es festgehalten ist, die Paragraphen habe ich, wo ist dann der schreckliche Virus? Das frage ich mich. Und ich appelliere auch an die Medien. Fangt endlich an, wahrheitsgemäß den Leuten das Zeug zu sagen. Die Eltern würden die Kinder verrückt machen. Dann habe ich nur gesagt, warum? Die Medien machen doch die Eltern verrückt. Daraufhin habe ich keine große Antwort bekommen. Also ich finde, auf der einen Seite waren es 2 gute Fragen, auf der anderen Seite sind wir nicht konform miteinander und wir werden trotzdem weitermachen. Ich muss jetzt erstmal noch eine Luft holen. Danke. Also mein Name ist Frank Stolzenberger, ich bin journalistisch tätig und ich werde jetzt aus dem Grund nicht viel sagen, weil als Journalist muss man immer ein bisschen Abstand wahren, das Ganze sachlich betrachten und ich muss das, was ich eben erlebt habe, einfach erst verarbeiten. Weil wenn ich jetzt sage, was ich denke und fühle, wird das heftig. Und als Journalist versuche ich mich zurückzunehmen. Ich danke euch. So, hallo, ich habe eine Frage an den Herrn Scherf. Wenn die Masken so ungefährlich sind, warum gibt es Arbeitsschutzrichtlinien, in denen Masken alle paar Stunden abgezogen werden müssen, in denen es Pausen geben muss für Erwachsene? Was ist dann bei Kindern? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann überhaupt keine Probleme damit haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn keiner eine Haftung übernimmt, dann müssen wir selber als Eltern die Haftung übernehmen und müssen einfach selber entscheiden. Also es ist einfach absurd. Hallo. Ich habe dem Landrat Scherf eine Nachricht geschickt in der letzten Woche, die ich jetzt noch mal laut vorlese, damit sie in der Öffentlichkeit bekannt wird, zum Thema des gesundheitlichen Risikos von Masken bei Kindern und Erwachsenen. Sehr geehrter Herr Landrat Scherf,
Seit geraumer Zeit verfolge ich Ihre Aussagen und Stellungnahmen zu den Maßnahmen gegen die Pandemie. Ich verzichte darauf, dass wir uns gegenseitig mit Gutachten und Stellungnahmen zum Für und Wider dieser Maßnahmen zudecken. Stattdessen gibt es in Deutschland die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Regeln des Gesundheitsschutzes, die sich in Verordnungen und Regelwerken verdichten. Deren, also die Gültigkeit dieser Regelwerke, ist rechtlich und sachlich außer Zweifel, besonders in Corona-Zeiten. Ich füge Ihnen zwei Auszüge aus den Arbeitsschutzvorschriften der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung bei, über die Begrenzung der Tragezeit von Atemschutzmasken und den notwendigen Erholungszeiten, zu denen ausdrücklich auch die von Ihnen verordneten Alltagsmasken zählen. Dass diese Masken kein Kleidungsstück sind, sondern ein Arbeitsschutzmittel, wurde zuletzt ausdrücklich durch die COBAS-Mitteilung vom 7.10.2020 festgestellt. Die COBAS ist ein Arbeitsschutzkreis, die Koordinierungs... Moment, ich muss das Papier hier nehmen. Der Koordinierungskreis für biologische Arbeitsstoffe COBAS der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung hat eben am 7.10. festgestellt, dass diese für diese Alltagsmasken ebenfalls im Arbeitnehmerbereich Tragezeitbegrenzungen und Erholungspausen gelten. Meine Frage an den Landrat Schärf: Werden diese Regeln für die Arbeitnehmer im Schulbetrieb angewendet? Wie wird sichergestellt, dass durch den Maskenzwang zum Beispiel der Schüler und Lehrer keine gesundheitlichen Kollateralschäden entstehen? Diese Möglichkeit von gesundheitlicher Schädigung durch dauerhaftes Tragen der Mund-Nase-Bedeckung zu leugnen, wie durch sie geschehen, bedeutet, die Gültigkeit des Arbeitsschutzes zu verneinen. Denn zur Vermeidung solcher Schädigungen durch das Tragen gibt es diese Regelwerke ja, die auch von Ihrer Behörde, in Klammern Gewerbeaufsicht, gewissenhaft in der freien Wirtschaft durchgesetzt werden. Ich bitte Sie um zeitnahe Stellungnahme und Ihre Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für die Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der Schüler, die zu stundenlangem Tragen der Mund-Nase-Bedeckung verpflichtet werden, ohne dass eine Atempause zugestanden wird. Im Schulbus, an der Haltestelle, auf dem Schulgelände, überall im Unterricht, in der Pause. Und an der Haltestelle stehen noch Polizisten und sagen den kleinen Schülern, du musst deine Maske jetzt aber wirklich über die Nase ziehen. Ich bin fertig. So, ich beende hiermit offiziell die Versammlung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich möchte eine Spontanversammlung anmelden. Ja, wieso darf ich das nicht? Ich habe doch Versammlungsrecht, oder? Sie können Sie anmelden, aber ich lehne das ab. Sie gehen jetzt bitte alle nach Hause oder gehen auseinander. Ich tue eine Spontanversammlung anmelden. Ich bin Andreas Schäger, ich bin Landmaschinenmeister und Sachverständiger. Und unser Landrat verhandelt grob fahrlässig. Ich tue eine Spontanversammlung anmelden. Ja, kein Problem. Mit welcher rechtlichen Grundlage verweigern Sie? Nein, das ist doch kein Problem, das können wir ja auf einem anderen Spielfeld ausführen. Welche rechtliche Grundlage bitte? Auf welcher? Sie waren von Anfang an hier in den Rolli. Ja. Irgendwann reicht es mir ich auch mal. Ich möchte Ihre Dienstnummer, ich werde die Dienstaufsicht beschweren. Ja, das machen wir jetzt mal. Das ist ja unglaublich. Dieser Mann hat von vornherein bei jeder Demo, wo er war, immer Probleme gemacht. Dieser eine Polizist. Gewählten Vertretern, die nicht mal vor ihr Pult treten und sich verteidigen, sondern sich nicht trauen, das vor der Kamera zu machen. Unglaublich. Ich gehe nicht weg. Da können Sie so viel Personalien feststellen, Sie können mir einen Platzverweis geben, dann gehe ich. Können Sie gerne machen. Früher haben wir unseren Kindern gesagt,
die Polizei, dein Freund und Helfer, dem ist heute nicht mehr so. Die haben Angst, wenn sie an der Schule angequatscht werden. Das ist unmöglich. Das sind Kinder. Ist verständlich, ihr macht euren Job und ihr solltet auch das Vorbild sein für unsere Kinder. Aber es ist echt traurig, dass es kaputt gemacht wird. Weil eigentlich waren die Kinder früher, haben sie gesagt, ich will Polizist werden, juhu. Und heute ist das Bild so, oh Gott, wenn man die Bilder sieht, klar, die haben Angst. Und es ist unsere Zukunft, das kann doch nicht unsere Zukunft sein, mal ganz ehrlich. Das kann es doch nicht sein. Denk mal drüber nach. Und ich weiß, was für Auflagen die haben. Klar machen die auch nur ihren Job, ne? Ja. Aber irgendwo muss ich auch mal ein Gewissen gehen, ne? Und sage, ja, jetzt stehe ich mal dazu und sage, nee, ich kann das auch nicht mehr verantworten. Mein Vater war sein Leben lang bei der Polizei, der hat alles dafür gemacht, dass Kinder keine Angst vor der Polizei haben, dass sie sagen, zu denen kann ich hingehen, das ist mein Freund. Aber niemand, der da steht, Kinder drangsaliert und denen Angst einflößt, wenn du sagst, der hat mich im Gebüsch versteckt, da wird es mir schlecht. Irgendwann kommt der Punkt, wo sie entscheiden müssen, auf uns zu schießen oder nicht zu schießen. Darüber muss es klar sein. Ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit. Die Frage ist, seid ihr bereit, für die Regierung zu sterben? Da könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Ich bin bereit dafür zu sterben, für meine Freiheit gegen Faschismus. Die Versammlung ist aufgelöst. Es ist eine Spontanversammlung. Das habe ich Ihnen erklärt. Frau Philipp ist ja also die rechtliche Begründung ist Fotografenschutz. Ja. Die rechtliche Begründung, darf ich mir jemand anders bringen? Mama. Guten Tag, Scherke Andreas. Folgendes, also die rechtliche Begründung ist von den Polizisten, weil schon mal eine Versammlung stattgefunden hatte und das wäre dasselbe Personal, könnte keine spontane Versammlung möglich sein. Oder ich sehe jeden hiermit auf, zu entfernen und nicht an dieser Versammlung, die nicht genehmigt. Es ist keine Versammlung mehr, ich habe sie beendet. Ist das heißt Staatswillkür? Ja, das ist das Staatswillkür jetzt? Er macht das sehr gerne, das hat er am Anfang schon gerne gemacht bei mir. Ja, wenn nicht geht, musst du mit einem Verfahren rechnen. Da haben wir schon Angst vor. Und wenn wir auf Straßengrund stehen, dürfen sie gar nichts. Also, der also wir gehen alle wieder auf den Bürgersteig. Bitte mit dem Fliegerabstand. Mein Name ist Andreas Schäger. Ich habe eine Spontanversammlung angemeldet gegen Gewalt der Polizei zu Ehren von Markus Heinz. Und das ist von der Polizei abgelehnt worden, vom Herrn Heinz. Hier spricht die Polizei. Sie nehmen an einer nicht genehmigten Versammlung teil. Die Versammlungsbehörde hat diese Versammlung untersagt. Es ist keine. Ich fordere Sie daher auf, die Versammlung zu verlassen.